bisschen dunkel, aber ich glaube nicht. Also, ich kann alles erkennen. Hättest du dein Nachtsichtgerät mal ausprobiert? Oh. Nee, ich mag dieses Grün. Den Grünstich, ja. Das erinnert mich immer, weil ich schon zwei, drei Fernseher sind mir mit so einem Grünstich schon mal kaputt gegangen. Ah, also die dann Grünstich hatten, ne? Und dann kannst du vergessen. Ja, ja, ja. Geht ja auch tierisch auf die Augen, dann muss. Auf zum Händler. Nö, es ist ja jetzt nicht so finster, dass es auch. Oh nee, man sieht ja gar nichts. Genau. Bisschen sieht man ihn. Ja. Weiß noch, Arma 2 hier, ne, Epoch, da gibt es manche Server, wenn da Nacht ist. Da ist es Nacht. Gar nichts. Ich glaube, das gar kannst nichts. Du bei hier bei der Standalone aber auch einstellen. Nee, das dass du eine richtig finstere gut. Nacht machst. Aber so hier also richtig. Passt. Ja, das ist angenehm. Man merkt, es ist Nacht, aber man kann durchaus noch weiter spielen, ohne dass du dich anstrengen musst. Denn damals. Du hast die Safe-Zone betreten. Jo. Du hast die Safe-Zone betreten. Mein Michael. Ja. So. Ja. Diesmal habe ich nicht den Farbpuppe vergessen. Ja. Gratis trinken. Ach, das trinken. Kann ich ja vielleicht meine Geschenke hingepackt. Einen roten Hut. Na schick. Ja. Rot bei Orange sieht aber irgendwie aus. Ja, oder Orange. Ja. Vielleicht mal meine Wasserflaschen voll machen für den Fall der Fälle. Waren die schon wieder leer? Ja. Meine sind immer noch voll. Komischerweise, gut, ich habe ja jetzt ein paar, zwei Büchsen oder drei Büchsen gehabt mit Cola und sowas. Nein, nee, ich hatte offscreen ein Auto gefunden und verkauft, deswegen. Ach so, hast du wieder aufgefüllt. Ja. Das stand oben bei Glenn, wo ich den Heli geholt habe. Muss ich erstmal gucken, ob mein Geld reicht für so ein Blutabnahmeding. Was? Hast du nichts mehr vom Konto? Doch. Konto habe ich nichts. 412 müsste eigentlich reichen. Achso, willst du auch so einen großen Rucksack haben? Jetzt sind wir einmal hier. Deswegen. Ja, würde ich dir einen sponsorieren. Blutgruppenschnelltest, nein, Blutentnahme Z. Ach, das kostet bloß 30. Das ist nicht so teuer. Da kaufe ich mir mal gleich 3. Dann brauche ich aber, also dieses EVZ kann man immer nur einmal benutzen, ne? Das kannst du nur einmal benutzen, ja. Okay, ich auch noch zweimal. Das sind ja wohl ein Zehner. Wir müssten öfters in Krankenhäuser. Die ist teuer. Die brauchst du aber nicht mehr, wenn du dir Blut abnimmst, ne? Also da ja, kannst du weiß, dir die sparen. Ich weiß. Die das teurer. Ist natürlich dann die billige Variante. So, ich werde mir mal einmal Blut entnehmen. Was ist die Frage? Hier hat er das hingepackt. So, dann nimmt man. Was ist oh, nee, warte mal. Mal das weg, nimm mal das in die Hand. Das gucken. Das will er nicht kombinieren mit dem. Ach so, nee, das IV, das brauche ich erst. Blut kann ich mich jetzt. Erstmal musst du dir Blut abnehmen und dann kannst du das mit dem IV-Z kombinieren. Richtig. Ach, ich mag eigentlich keine Nadeln. Ne? Aber was soll's? Was komm, muss Chris, das muss? Chris von mir auch eine Belohnung. So tapfer warst. So, jetzt gucke ich erstmal, ob sich was an meinem Bluttropfen verändert. Nö. Nee. Außer du nimmst jetzt 2-3 Mal ab, dann verändert er sich. Echt? Ja. Ich kann mir nee. Noch, ne? Einmal kannst du bestimmt noch. Neben dir liegt der Rucksack. Achso, warte, ich muss aber erstmal Blut abnehmen nochmal. Immer mit der Ruhe. Tun wir den gleich verkaufen. Hab ich den gerade eingesteckt? Okay. Oh. So. So.
Hallo Hoshi, vielen Dank fürs Kraften einer Level 2 Karte. So, der Rucksack, ja. Dann muss ich meinen erstmal daneben legen. 1, 2, 3, 4. Umgebung. Ja, damit kommen wir eine Weile. Ja, hier ist meiner. So. Damit kommen wir eine Weile. Nimm ich den. Oh, ich hab ihn noch. Und dann wir. Oh ja, 120 Plätze. Ja, da kriegst du ein bisschen das mehr mit weg. Ja, dann gucken wir mal, ob wir uns noch Patronen kaufen können. Für die. Noch. Ja, ein paar Patronen werde ich mir auch noch mitnehmen. Sicher, sicher. Ah, ja. Hier oben hatte ich noch irgendwo eins. Hier. Klinke. So. So. Beste Patronen, Mann. So, was brauche ich denn? Auf alle Fälle nicht die Gummigeschosse. Was ist jetzt hier eigentlich noch ein Unterschied? So. Ich habe mir dreimal Blut abgenommen. Also entweder kommt es später. Sei froh. Dreimal abgenommen und jetzt könnte ich die doch eigentlich kombinieren mit dem. Genau. Genau. Was so für die anderen? Herstellen. Genau. So. So. War so, der ist hier. Hier. Nehmen. So gut. Oh, dann hingepackt hier oben. Ja, ist okay. Und dann die nächsten. Zum Beispiel AB Plus. Aha. Ja. Seltsam. Komisch, ne? Jo. Letztens hatte ich noch, was war das? Da B Plus, wie ich auch. B Plus, ja. Ja. An den Rucksack kannst du hinten jetzt auch eine Waffe machen, ne? Also eine irgendwas. So, ja, hier sind jetzt die drei fertigen. Okay. Super. Können wir gleich mal eins. Sicherheit hier in den Slot. Und das Blut verfällt auch, gell? Also nicht schnell, echt? Aber. Ja, ja. Das, irgendwann ist das zu alt. Das ist ja. Das ist Daisy. Oh, ich muss mir mal Streichhölzer. Oh, oh ne, muss ich nicht. Gut, passt. Jetzt wackelt halt Luft. Ja. Achso, ich wollte da nochmal hier. Wer war denn das jetzt? Die Jacke ist schon wieder. Das gibt's doch nicht. Und bei den einen von den Händlern, da kriegst du auch das billigere Katana. Sniper.
Fälle. Diese hier. Ich glaube, die waren das. Mehr geht nicht. Klar, klar. Sehr schön. So, komm auf. Hey, ihr seht, so ist das gar nicht, ne? Was sagst du? Auf 30 haben da reingepasst. Hemden und Jacken. Weiß nicht. Hm. Sollte ja eigentlich. Alles klar, wenn wir nicht so wieder Geld haben, dann. Oh, also Muni muss man ja, ne? Was machst du? Eine Notfackel. Fackelträger? Los, lauf, Olympia. Olympia. Ja. Macht doch auch ganz schön Licht, ey. Oh ja. Ich wollte da hinten nochmal in den Container gucken, wo schon mal da sind. Hm. So. Blut haben wir, Munition haben wir wieder. Achso, was braucht denn jetzt hier das Sniper? Wer für... das ist überhaupt ein Magazin. Leuchtpistole. Ich habe was für dich, DMR-Magazine. Remington Modell 700. Ja. Muss ich mal gucken, ob die da Magazine sind. Was
sagst du? Ich habe ein DMR-Magazin für dich. Ah. Hast du nicht gesagt, du kannst die benutzen? Hallo, Berdi. Schönen guten Abend, Berdi 7. Und herzlich willkommen. Gott. Ja, ja, die benutzen, also. Komm her. Ich leg's dir. DMR, wo hat das denn hingesteckt? Ah, hier. Hier, makellos, DMR. Ich leg's mal hinten hin, guck mal, ob das passt. So. Nee, das ist ein anderes. 762x54. Bei mir steht 556 DMR 40 RAN. PMAC. Gut, dann passt es eventuell nicht. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Na, willst du deinen DMR Mac nicht mitnehmen? Ich brauch's nicht, ne? Na, ich auch nicht. So, Remington Dell 700. Hast du da was? Kollege. Magazine. Modell. Gleich noch beim Schwarzhändler gucken. Was denn? Also er hat hier nichts mit Remington. Ja, ich glaube, das ist der Schwarzhändler. Vielleicht. Oder das ist wirklich, dass du jede Patrone einzeln. Ach so, ja, das. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Gewehr, bei meinem Sniper-Dingens, ich muss auch einzeln. Für meine gibt es kein Magazin. Ja, das will ich ja gerade prüfen. Das ist ein Einzellader. Gewehre. So, Magazine. So, vielleicht die Kohle einzahlen, das war davon. Okay. So. Nee. Hier hätte er die DMA, hier hätte er die DMA 301. Wäre hier so eins. Aber das geht ja auch um meine Waffe. Wenn ich jetzt allerdings ein Magazin, dann, ja, ich weiß nicht, wird bestimmt zu teuer sein. Scheiße, ich bin über den Rucksack, ne? Tun den noch vor Silber? Hier ist es. Kostet 1200 ein Magazin. Ui. Mit der 308 Munition, ne? Ja. 10 Round 308 Magazin. Das ist kostet 1201. Ja. Okay. Na, ich glaube, ich lade einzeln nach. Ich denke mal, wir müssen einfach den Militär. Ist er eine Sniper und da hatte ich man ja. Von seinem, also was ja, wir brauchen aber eigentlich nur in den Military-Gebieten zu looten, da finden wir es 100 Pro, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Ja, jetzt weiß ich zumindest, dass es da Magazine gibt. Wer in aller Welt kauft den Leuchtpistolen? Kauft ihr die? Ja. Wenn du die... Tatsächlich. Okay, 20 Rubel, naja. Besser als nix. Ah, es wird hell, juhu! Da liegt ein Magazin bei denen. Zeig mal, ist das hier eins? Ach nee, das ist wieder so ein... Ja, so ein Hinterstück. Ah. Für eine Waffe, nee, das brauche ich nicht. Schokolade, da habe ich den schon weggesnackt. Hier hätten wir nochmal neue Schuhe. Ach ja.
Ja, ich habe mir auch noch mal ein paar eingepackt. Also Schuhe braucht man, weiß Gott, nicht zu kaufen. Die stehen überall rum. Nee. Wieder hier. Nehme ich mal noch mal ersatzbar mit. Ja, die kann man zur Not immer noch wegwerfen, wenn man sie nicht mehr braucht. Also wenn man ja, Stiefel. Naja, kostet ja nichts. Aber ja, wir haben ja jetzt einen größeren Rucksack, da geht das schon mal. Das ist gut, ne? Weil ich mir mal die Zeit genommen, mal die ganzen Sachen durchzugucken bei den Trailern. Die sind ja noch makellos. Ich meine, auch Baxter hat mal was gesagt von diesem Rucksack. So, kann jemand anders. So. Ja, wo, die, den Rucksack hast du aber beim Spaßhändler? Nee. Hier bei dem, der vorm Klo steht. Und wenn du. Der Schwarzhändler. Ja, und wenn du auf den beim Rucksack guckst, da hast du oben so einen Waffenslot, da kannst du dann die Waffe raufziehen, ne? Also die dritte Waffe quasi dann. Oder Hammer oder Katana oder so. Mhm. Aha. Die Sonne geht auf. Ja. Ersten. Weg. So. Nee, Katana kannst du da nicht. Geht nicht? Warte mal, zum Schritt mal, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich dachte es geht. Nee. Nee, Katana geht nicht. Okay, gut, aber Waffen geht. Also Waffen. Waffen oder Spaten oder was auch immer. Also Spitzhacke, ja. Keine Ahnung. Das passt alles. So. Jo, bin bereit. Und jetzt sind wir wieder startklar. Definitiv. Warte, ich drehe mir noch eine. Ja, ich zünde noch eine. Oh, das schabbert da draußen, ey. Der Kaffee ist übrigens nicht mehr heiß. Ne, meiner ist gut heiß. Da steht quasi, da wo der Rechner auslüftet, da steht die Kaffeetasse. Perfekt. Meiner ist lauwarm. Aber schmeckt trotzdem. Ach, alles geht alles. Alle Kaffee-Junkies, die stört das nicht. Genau. Dieses, der Geschmack ist da. Diese Fackel ist aber verflucht ergiebig, ja? Also. Wenn die immer naja, guck mal, die haben ja mit so einen Dingern auch schon mal eine Landebahn in der Nacht. Ja, ist richtig, stimmt. Oder in Staaten, in Amerika benutzt das die Polizei. Bei Unfällen, das sparen die, das sichern genau, die Unfallstelle ab. Hm. Die Dinger, die brennen, glaube ich, eine Stunde oder länger. Ja, ist richtig. Ich glaube sogar, nach Feuerwehr haben sie das auch hier. Also in Deutschland. Oder die Polizei wird das vielleicht auch geben, oder was? So. Und Langzeitfackeln. Sollte man mitnehmen, wenn die irgendwo rumliegen, weil so schlecht sind die gar nicht. Nimm ich eigentlich immer mit. Kann man immer mal gebrauchen, ne? So, wo wollen wir hin? Links, das bringt, und rechts. Aha. Da ist noch eine Military Base. Aber es ist eine sehr kleine. Links von uns. Richtung unser Camp. Nee. Sosnovka und hinter Sosnovka. Also links von uns jetzt gesehen. Da wo diese die Straßen so verschlungen sind. Ach, da ist noch ein Campingplatz. Aber das ist nur ein kleines Militärcamp. Das ist bestimmt nichts Besonderes. Hier unten ist noch eine. Die Pavlovo Military Base. Das ist wieder eine große. Hä? Oder ist das die, wo wir waren? Nee. So weit. Oh doch. Zelenogorsk? Ja, da waren wir. Da sind wir. Das aber war das Militärlager, wo wir drin waren, wo echt? Unser Zelt steht. Ja, das ist bei Pablo der Stadt. Gewesen. Hm. Stimmt, da ist ein Krankenhaus. Richtig. Genau. Zelenogorsk hat auch eine. Ach, da waren wir ja auch. Wo wir da mit den Zombies in Tscherno, oder ist die. Die haben ja auch eine Military Base. Jetzt geht's los hier. Wir können den Heli holen und mal ein bisschen rumfliegen, ein bisschen rumgucken.
Ja, das wäre auch eine gute Idee. Irgendwo hinfliegen, wo wir noch nicht waren. Was? Deine Flugkünste. Ja. Hier ganz oben ist nämlich am Kartenrand noch, sind auch noch viele Militärbasen. Könnte man sich mal angucken. Beziehungsweise, oh, vielleicht gibt es da was zu holen. Dann ab zum Heli. Ja, aber. Musst du nicht